So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Wir haben ja letztens den Gönnergy getestet, jetzt weiß ich nämlich auch, wie der heißt. Den fand ich ja absolut nicht empfehlenswert, würde ich mir auch nicht nochmal holen. Jetzt habe ich im Netto entdeckt, da stand hier von Level Up 2 Hydration Drinks mit Bubble Boom und mit Nuke-Geschmack. Jetzt habe ich vorher immer gedacht, Level Up, das hat doch was mit Montana Black zu tun, aber Montana Black ist ja Get On My Level. Also ihr seht, ich bin nicht in der Szene drin. Ich höre immer irgendwas, es ist alles durcheinander. Ich interessiere mich meistens für Produkte, die ich nicht kenne. Ich möchte aber eigentlich nicht hier oben irgendwo mitreden wollen oder eine Ahnung haben, weil das ist mir alles viel zu komplex. Von Level Up hat mir damals aber der Dennis, glaube ich, war das, schon mal diese ganzen Eisteesorten in so einem Tetrapack geschickt. Die habe ich damals auch getestet und ich glaube, auch die haben richtig schlecht abgeschnitten bei mir. Die haben mir auch nicht geschmeckt. Die waren ja, glaube ich, auch alle ohne Zucker, ohne irgendwas. Hat für mich halt jetzt nicht so den, ja, den Wiedererkennungswert, diesen Wow-Effekt, wo ich dann sage, da gehe ich los, da hole ich mir gleich einen ganzen Kasten. Ne? Jetzt bin ich mal gespannt, weil das sind ja keine Eistees, das sind Hydration Drinks. Ich weiß nicht, was Hydration Drinks sind. Das soll jetzt fürs Thumbnail sein, obwohl wir da bestimmt noch was Besseres hinkriegen. Ist aber auch wieder Zero Zucker und ohne Koffein. Es ist also auch kein Energy Drink. Hydration Drink, klassischer Bubblegum Flavor mit der extra Portion Boom. Erfrischender Geschmack ohne Zusatz von Koffein und Zucker. Spezielle Formel mit 4 Vitaminen und 4 Mineralien. Am besten eiskalt genießen. Eiskalt ist es, sind auch 500 Gramm. Hier steht, glaube ich, genau dasselbe drin, halt Level Up Fantasy Flavor Nuke, aber auch der Rest bleibt genau gleich. Ich möchte jetzt erstmal Nuke probieren, weil Nuke war auch bei den Eisteesorten dabei. Das habt ihr hier so eine, also die Flaschen finde ich eigentlich cool, wenn du die so siehst, die fallen auf jeden Fall auf im Regal. Wir schütten uns das jetzt mal hier wieder in unser Ernesto-Glas. Halt am besten nicht zu viel. Aber wenn ich sage nicht zu viel, wird es trotzdem mega viel. Wir haben ja dieses kleine Tasting-Glas gehabt vom Berliner Luft. Da hast du wirklich nur einen kleinen Schwätzer drin. Das Ernesto-Glas hat mir aber so gut gefallen, weil das halt richtig gut aussieht und die Farbe gut zur Geltung kommt. Das ist auf jeden Fall eine richtig coole Farbe. Das sieht schön aus. Hat einen Touch von Limette, Apfel, irgendwas Grünliches mit Kiwi dabei. Was New genau ist, weiß ich nicht. Es riecht wie diese komischen Frucht-Gummischmierigen Teile, die immer so in Monsterform in so einer Packung waren, die du hinten aufgerissen hast und hast die einzelnen Formen rausgenommen. Die waren total glibbrig und weich und haben so eine richtige fruchtige Note gehabt. Also das riecht wie so Süßigkeiten-Zeugs aus der Kindheit. Wenn ihr das vielleicht auflöst in Wasser, dann wird das so. Wir probieren jetzt mal hier diesen Nuke. Okay. Muss sagen, der geht. Ohne Zucker, ohne Koffein. Das heißt, ohne Zucker, der ist ja richtig gesund. Ohne Koffein ist ja richtig gesund. Das kannst du also auch deinen Kindern zu trinken geben. Die freuen sich dann über diese super geniale Farbe. Ja, es ist kalt, es ist erfrischend, es ist kühl, es schmeckt trotzdem fruchtig, es schmeckt trotzdem wie irgendwas aus der Kindheit. Ich finde den Geschmack gerade eigentlich richtig angenehm und da habe ich jetzt was richtig Schlimmes erwartet und ja, bin überrascht, schmeckt mir glaube ich besser als die Eisteesorten und ist ein Hydration-Drink. Ich habe gedacht, das wird wieder totaler Reinfall, aber das ist okay. Würde ich mir aber trotzdem nicht unbedingt nochmal neu kaufen, weil ich halt nicht Level-Up-Fan bin, die unterstützen möchte. Also die meisten Leute mit Level-Up, so, die kann ich eh nicht leiden. Deswegen, das schmeckt, das gebe ich zu. Das finde ich gerade ganz cool. Aber ich habe da lieber andere Sorten, die ich eher unterstützen möchte. Ihr seht auch, wie das Glas beschlagen ist, also das ist wirklich richtig kühl gewesen. Machen wir mal den Bubble Boom auf, da bin ich ja mal gespannt, weil wenn das schon gut geschmeckt hat, wird mich das ja vielleicht jetzt auch überzeugen. Dann ist ein Hydration Drink vielleicht doch was, was man sich mal gönnen kann. Hahaha. Aber halt den Rest nicht. Das riecht auf jeden Fall richtig schön nach Kaugummi.
Hat jetzt auch hier eine sehr schön zart rosane Note. Wenn wir das so einschenken, komme ich mir wieder vor wie Badlands Chucks. Guckt euch das an. So muss das aussehen im Tasting. Deswegen werde ich alles jetzt nur noch über dieses Glas machen. Bin jetzt schon traurig, dass ich so viele alte Folgen habe, wo ich dieses kleine Berliner Luftgläschen genommen habe. Das ist zwar cool als Geschenk gewesen, aber das kann man ja trotzdem für Stammbeil nehmen abends mal. Und das hier als Tastingglas. Hier auch wieder passende Farbe. Passt, das ist grün, das ist rosa. Das passt genau zur Sorte. Wir probieren mal. Und auch das schmeckt komischerweise. Du kennst das ja, wenn du so Wasser mit Geschmack hast, dass du so eine komplett wässrige Note hast. Und im Endeffekt kommt so ein kleiner, dünner Geschmack durch. Ich finde, hier ist der Geschmack halt viel präsenter bei diesen zwei Hydration Drinks. Trotzdem sind die nicht brech süß. Es wirkt nicht wie, als wäre es Sirup. Es wirkt nicht, als wäre es Saft oder irgendwas. Weil da ist ja auch keine Kohlensäure drin. Es ist ohne Kohlensäure. Es ist ohne Zucker, es ist ohne Koffein. Es ist wirklich wie ein Fruchtwasser, muss man sagen, mit besonderen Geschmäckern. Mir schmecken beide ganz gut. Beide wirklich sehr erfrischend. Hätte ich nicht gedacht. Trinke ich mal den Rest aus und dann wollen wir beide noch zusammen probieren in diesem Ernesto-Glas. Ich weiß nicht, ob das mit Süßungsmitteln gesüßt ist, aber wenn, dann haben sie die richtige Dosierung genommen. Weil du schmeckst hinten raus das Süße, das flacht dann kurz ab, aber es geht nicht in so eine extrem chemische, künstliche Note rein. Jetzt bin ich mal gespannt, was das wird, wenn wir dieses Ernesto-Glas befüllen mit Hälfte grün. Ich muss mal einen ganz kleinen Spätzer für Pupsi noch drin lassen, dass sie auch mal probieren kann. Und dann die Hälfte rosa oben drauf. So, was lernen wir daraus? Aus rosa, aus rosa und aus grün wird irgendwie so gelb. Jetzt sieht es halt aus wie ein ganzes Glas voller Morgenurin. Also wer das nicht schlimm findet, der kann ja mal probieren, wie das so ist. Ich versuche das jetzt nochmal fürs Thumbnail irgendwie reinzuhalten. Hoffe, ich verkippe das Glas nicht. So, das muss das Thumbnail sein. Beides gemischt, interessante Farbe. Ich bin mal gespannt, was der Geschmack sagt. Und ich werde danach bestimmt wieder richtig stark Magenschmerzen, Bauchkrämpfe haben. Aber sieht irgendwie aus wie ein Glas Bier. Schönes, kühles, blondes. So sieht das wahrscheinlich aus, wenn die Schaumkrone fehlt. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Keine Kohlensäure, deswegen auch kaum Aufstoß vorhanden, richtig kühl, das ganze Glas, richtig stark, Badlands Chucks, mein Vorbild, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.